Guten Morgen. Ich habe so schlecht geschlafen, wie seit langem nicht mehr. Der Hund, oder die Tiere eher gesagt, haben uns heute Nacht wahnsinnig gemacht. Also der Hund, der schläft ja bei uns mit im Bett oder auf dem Sofa. Und der hatte heute Nacht, also der schläft jede Nacht quasi so auf uns. Am Anfang hätten wir uns das total gewünscht, weil da war der so ein bisschen auf Abstand. So, sobald er sich hingelegt hat und man hätte ihn gestreichelt, ist er so aufgestanden und woanders hingegangen. Wir wünschen uns, dass der anhänglich wird, weil das ist voll schön, wenn der kuscheln kommt und so. Und jetzt ist es manchmal an manchen Nächten so, der läuft auf uns und lässt sich dann einfach so fallen, so dann so müde, groggy. Ja, und so bleibt er dann halt liegen auf uns. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Rücken liege und die Beine so habe, dann liegt er da in der Mitte. Und wenn der schläft, dann fühlt sich das an, als ob der 100 Kilo wiegt. Wenn ich mich dann drehen will, dann kann ich mich nicht drehen. Und genauso bei Bernd auch. Also war ich um 2:30 wach. Dann habe ich wieder hingelegt, hin und her gewälzt. Dann habe ich ein bisschen auf dem Handy gespielt, weil mir halt so langweilig war und ich nicht schlafen konnte. Und der Hund voll am Schnarchen, ne? Der lag so auf dem Rücken so. Und hat geschnarcht. Bernd wurde dann auch schon zwischendurch wach. Dann hat der Vogel, der Rucki, hat auch irgendwas so mit seinem Schnabel am Käfig die ganze Zeit gemacht. Dann hat Bernd so mit dem Handy Taschenlampe angemacht und hat geleuchtet. So, Mucki, ist alles okay bei dir? Es war alles okay. Oh Mann, ich sag euch ja, und dann war glaube ich 4 Uhr oder so, als ich dann endlich wieder eingeschlafen bin. Aber auch dann war es nur so, ja, immer 10 Minuten schlafen, 10 Minuten wach, 10 Minuten schlafen, 10 Minuten wach. Hier, komm mal her. Da, zeig dich. Du bist schuld. Du bist schuld. Aber süß bist du trotzdem. Na ja. Wenn du schläfst, wiegst du 100 Kilo. Oh, das ist bestimmt der Bernd. Milord ruft an, ja. Geh mal runter. Geh mal runter. So. Zack. Hauptsache dabei sein immer. Geh mal ab. Ab. Da. Fragen nämlich immer alle, hat der kein Kauknochen oder so? Der hat alles. Der hat Kauknochen, der hat Kopfhaut, der hat Spielzeug, also Kopfhaut, Rinderkopfhaut, Spielzeug, der hat alles. Er muss halt immer da sein, wo ich was mache. Das ist auch zum Beispiel bei der Gartenarbeit, wenn ich da Unkraut wegmache, dann kommt er und stellt sich da drauf. Ein Meutetier, ne? Ein Meutetier. Ja, sag mal, das wusstet ihr vorher. Wussten wir auch vorher. Also wir haben uns vorher über Beagle informiert und wir wussten, dass das so ist mit denen. Also man muss es lieben oder man hasst es. Man liebt es oder man hasst es. Man muss selber ein bisschen Beagle sein, um Beagle zu mögen. Dafür seid ihr ganz liebe Tiere. Kinderlieb, Meutetiere, Familienhund. Der Beagle, der Familienhund. Ja. Meiner. Da passt er dann immer auf. Wenn die Hand da ist, dann beißt er da nicht fest dazu. Ui. Ui. Ja, ein kleiner Jagdhund. Typisch Beagle ist auch, wie die sich einrollen, so um sich zu betten. Also ich habe noch keinen Hund gesehen, der sich so auf Kissen legt und so bettet wie ein Beagle. Man sagt Beaglen ja auch nach, dass die sehr, sehr stur sind und sehr schwierig zu erziehen. Also schwierig zu erziehen, das finde ich schon, aber stur, ich würde es anders ausdrücken. Ich würde eher sagen, die sind schlau, weil der überlegt, bevor er deinen Befehl befolgt. Andere Hunde, die sind halt ja dazu gemacht, einige Rassen, um ja alles zu machen, um Herrchen und Frauchen zu gefallen. Aber der Beagle ist halt dafür gezüchtet, um alleine
jagen zu gehen. Der ist ein ausdauernder Jäger, der braucht viel Bewegung, viel Beschäftigung. Jetzt träumt er. Ja, und der überlegt halt, bevor er deinen Befehl oder dein Kommando ausführt. Aber er ist halt wirklich ein sehr treuer Begleiter. Also gerade jetzt, wo er, Smurfy ist ja jetzt seit Oktober bei uns. Nee, seit September. Jetzt können wir den halt auch hier bei uns auf dem Hof schon mal ohne Leine laufen lassen, in dem nicht eingezäunten Bereich. Also der haut dann nicht ab oder so. Wobei man natürlich beim Beagle immer vorsichtig sein muss mit dem Freilaufen lassen. Der ist halt, ja, wie gesagt, ein Jäger, ein Jagdhund. Und ja, der, wenn er einen Hase sieht oder riecht oder ein Eichhörnchen, dann könnte er schon mal abhauen und das könnte Stunden dauern, bis er da wieder auftaucht, wo man ihn verloren hat. Auf Facebook zum Beispiel, da ja, wurde schon von Menschen geschrieben, die halt tagelang gezeltet haben, bis ihr Beagle endlich wieder aufgetaucht ist. Also da sollte man sich bewusst sein, bevor man den von der Leine lässt, in einem nicht eingezäunten Bereich, der Beagle könnte abhauen. Auch wenn die Kommandos immer geklappt haben, dass sie, komm hier, komm zu mir, komm zurück, was auch immer man da für ein Kommando sich mit dem Beagle vereinbart hat, trainiert hat. Wenn es Klick macht, dann ist der weg. Der ist dann wie in einem Blutrausch, so liest man. Also der ist dann nicht mehr abrufbar. Wenn er die richtige Spur in der Nase hat, dann ist er weg. Als gutes Beispiel kann ich euch auch das Wäschefalten zeigen. Das war damals mit Smurfy kaum möglich. Der ist sofort gekommen und hat einem sämtliche Sachen geklaut. Gerade hier so flauschige Sachen, so Abschminkpads oder Socken. Alles Mögliche, was er nur greifen konnte, rennt er mit weg und erwartet, dass man ihn jagt und fängt. Selbst wenn er geschlafen hat, so wie jetzt, ist er sofort aufgesprungen und ist gekommen, um einem die Sachen zu klauen. Und das nicht nur beim Wäschemachen, bei allem. Der springt auf den Tisch hoch und klaut sich, was er da so finden kann. Das hier ist auch noch so ein beliebtes Ding, ein Rommé. Karton, wo ein Rommelspiel drin ist. Das hat er sich immer sehr gerne geklaut und daran rumgekaut. Wenn man nur irgendwas liegen lässt, bei uns waren das immer diese iPhone-Earpods oder wie die heißen, also mit Kabel halt. Die hat er mit Genuss zerstört. Und Herrchen, ja, man wird wirklich zur Ordnung gezwungen, gerade in den Anfängen, wo man noch mitten in der Erziehung ist oder auch jetzt noch, er ist ja in der Pubertät und Beagle-Pubertät ist wirklich anstrengend, sag ich euch. Überlegt euch gut, wenn ihr euch einen Beagle holen möchtet. Das haben wir auch getan. Wir haben 2 Jahre überlegt, uns einen Beagle zuzulegen. Und ich würde lügen, wenn ich nicht schon mal, wenn ich also das abstreiten würde, dass ich nicht schon mal gedacht habe, warum? Warum haben wir uns einen Beagle geholt? Ne, wenn man andere sieht, andere Hunde, die sind halt komplett anders. Aber trotzdem liebt man ihn und wir würden ihn auch nicht wieder abgeben. Das soll das jetzt auf gar keinen Fall heißen. Nur wenn sich jemand einen Beagle zulegt, überlegt 7 Mal, ob ihr das machen wollt. Wie schon gesagt, wir sind auch auf Facebook in so Beagle-Gruppen. Und da liest man halt auch noch ganz andere Sachen. So, dass, ja, die schreiben da die Menschen von Beaglen, die nicht stubenrein werden, die mit einem Jahr noch in die Wohnung machen und ja, das ist nur eins von den vielen Sachen, die wir dort lesen. Bei uns hat das, wir haben den mit 3 Monaten bekommen und dann war das so am Anfang, boah, das war wirklich eine Qual. Ich bin mit dem ganz viel rausgegangen und der hat am Anfang, das machen ja sehr viele Welpen, unabhängig jetzt ob Beagle oder nicht, dass die nur an einer Stelle im Garten ihr Geschäft verrichten. Und so war das bei Smurfy auch, dass der halt am Anfang immer nur zu Hause im Garten gemacht hat. Also auch wenn wir spazieren waren oder wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, egal wo wir waren, der hat angehalten, bis wir wieder zu Hause waren. Und selbst hier war das am Anfang so, wenn ich mit dem im Garten war, 20 Minuten, und hat er nicht gemacht. Und sobald ich mit ihm reingekommen bin in die Wohnung, hat er Pipi gemacht. Also groß hat er draußen gemacht. Aber Pipi dann in der Wohnung, weil die sich halt am Anfang drin am sichersten fühlen. Aber das hat sich dann halt auch, ja,
irgendwann gegeben natürlich. Aber man liest halt in den Beagle-Gruppen von Beageln, die das nicht so schnell ablassen. Und auch dessen sollte man sich bewusst sein. So, er ist jetzt auf der Suche. Er möchte seine Kopfhaut verbuddeln. Sein Knabberding. Die verbuddelt er immer. Jeden Tag. Dann holt er sie den nächsten Tag wieder raus, kaut ein bisschen. Und dann verbuddelt er sie wieder. Das macht er auch manchmal auf dem Sofa, dass er da Sachen verbuddeln möchte. Ich könnte euch Beagle-Geschichten erzählen ohne Ende, was wir alles schon mit dem erlebt haben. Die kürzlich war erst wieder, da haben wir uns kaputt gelacht. Da sind wir spazieren gegangen, Bernd und ich mit Smurfy. Und er hat halt sein Geschirr umgehabt und diese 10 Meter Schleppleine. Und ja, typisch Beagle, er zieht in die eine Richtung, hat da irgendwas gerochen, will unbedingt dahin. Wir mussten in die andere Richtung. Und Bernd hat ihn an der Leine gehabt und der Smurfy hat so gezogen. Und Bernd hat dann einfach so losgelassen, die Leine. Und dann hat er richtig so 3 Drehungen gemacht. Hast du fertig? Können wir jetzt fahren? Mit der Nase wieder alles zuschieben. Hier sind überall im Garten so kleine Teile, die er versteckt hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht ihr mit eurem Beagle auf so eine Hundewiese. Das ist jetzt nicht meiner. Denn es sind sehr soziale Tiere und die brauchen Kontakt zu anderen Hunden. Also es brauchen wahrscheinlich alle Hunde. Und die sind eigentlich auch sehr gerne gesehen auf der Hundewiese. Sind nicht streitlustig, sondern ja, immer glücklich, wenn sie spielen können und toben können. Und halt hier können sie schön ohne Leine laufen, denn hier ist alles eingezäunt. Das ist ein richtig schönes Gelände hier. Da kommen sie. Also auf der Hundewiese werdet ihr mit einem Beagle gern gesehene Gäste sein. In der Hundeschule könnte man sich eventuell mit einem Beagle etwas lächerlich machen. Wir haben Glück, Smurfy macht meistens sehr gut mit, obwohl es ja jetzt seit 2 Monaten keine Hundeschule ist, wegen dem ganzen Corona-Dings. Hallo, ja, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Ja, aber meistens macht Smurfy ganz gut mit. Aber eigentlich ist Beagle ja nicht so für, ist nicht so der Begleithund. Es ist sehr wichtig, den Beagle auf verschiedenen Ebenen auszulasten. Also auf jeden Fall körperlich, sozial auszulasten und auch vom Kopf. Also so Denkspiele, dass der Leckerchen suchen muss oder Aufgaben lösen muss, um halt ja, seinen Kopf zu trainieren. Sowas liebt er und das lastet ihn auch aus. Also an regnerischen Tagen kannst du mit einem Beagle super in der Wohnung auch spielen, dass man dann halt nicht nur das Körperliche ausnutzt und auslastet, sondern halt auch das Denkvermögen fördert. Dem Beagle wird schnell langweilig und der läuft halt auch auf gar keinen Fall so nebenher wie ein anderer Hund. Der ist nicht einfach da und legt sich hin und ist zufrieden. Er fordert sehr oft, auch wenn er ausgelastet ist in den beschriebenen Punkten, also körperlich, geistig und sozial, fordert er trotzdem. Er schläft dann sehr viel, wenn er gut ausgelastet ist, aber trotzdem ist er immer präsent. Ja, komm, lauf weiter. Nach der Hundewiese, gerade aus dem Auto ausgestiegen. Und wir wollen eigentlich nur reingehen nach Hause. Komm, Smurfy, bist du so müde? Komm rein. Komm. Ja, er sagt, er möchte jetzt schlafen. Dann ist das so. Komm. Etty, komm. Ein Leckerchen, dafür wird sie aufstehen, ne? Ja, komm. Worüber ihr euch auch auf jeden Fall Gedanken machen müsst oder solltet, bevor ihr euch ein Beagle anschafft, die sind nicht gerne alleine. Das sind Meutetiere und die sind am liebsten unter ihresgleichen. Also am besten ist es, wenn man viele Beagle hat. Oder halt die Menschen zählen dann halt auch zu deren Rudel. Und wenn man die alleine lässt, können die sehr leiden. Smurfy können wir so 1 bis 2 Stunden alleine lassen. Länger haben wir es ehrlich gesagt auch noch gar nicht versucht, denn wir sind der Meinung, dass wir ja auch keinen Hund haben wollten, um ihn dann lange alleine zu lassen.
ja, wir können das Gott sei Dank alles so einrichten. Allerdings, wenn beide, also wenn man jetzt ein Paar ist und beide gehen arbeiten, 8 Stunden am Tag mit Hinfahrt, Rückfahrt, würde ich überlegen, ob ich mir überhaupt irgendeinen Hund anschaffe, geschweige denn ein Beagle. Also man liest immer wieder von Beaglen, die auch wieder abgegeben werden, weil sie nicht alleine bleiben können, weil sie das Haus zerstören quasi, wenn man die alleine lässt. Ne? Also wir hatten auch so eine Phase mit Smurfy, dass er alles, was so rumlag und stand, meinte, das kann er nehmen zum Spielen, sei es Kabel, sei es Vorhänge, Blumen, die rumstehen, alles Mögliche, wo man denken würde, da geht ein normaler Hund nicht dran. Ein Beagle geht da dran. Und unsere Lösung war dann, dass wir erstmal alles wegräumen aus der ganzen Wohnung, wo der Hund sich aufhält, also eigentlich hauptsächlich Wohnzimmer und Küche, und es nach und nach integrieren. Und noch jetzt, obwohl er schon so viele Monate bei uns ist, integrieren wir immer wieder neue Sachen in unseren Alltag, dass ich sie wieder hinstelle oder hinhänge. Und ja, mittlerweile klappt das ja, wenn man sagt, nein, geht er weg oder aus, dass er dann aufhört. Aber es ist halt einfacher, an einem Teil zu arbeiten, als wenn alles voll steht und er meint, das ist alles Spielzeug. Deswegen, ja, machen wir das so. Das war jetzt unsere Lösung. Ich habe nur eben die Brille gewechselt, weil die andere, die Sonnenbrillenfunktion, so dunkel war. Das sieht so doof aus. Ja, unser Fazit, ob wir uns wieder einen Beagle holen würden. Ja, wir werden uns wahrscheinlich noch einen zweiten holen. Wir wollten eigentlich schon direkt einen zweiten, aber es wurde uns empfohlen von Menschen, die schon viele Beagle haben, mehrere über viele Jahre. Wartet, bis der erste Beagle aus der Pubertät raus ist. Das wird wahrscheinlich bei vielen Hunden so sein, dass man da warten soll. Denn dann lernt der Kleine von dem Großen. Und wir werden jetzt bis Smurfy so 1,5-2 Jahre ist, auf jeden Fall erstmal warten und möchten dann noch einen zweiten. Man sagt ja einmal Beagle, immer Beagle oder halt nie wieder Beagle. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, dass Beagle zu uns passt. Und so anstrengend das auch manchmal ist, das sind immer so phasenweise, es sind auch Tage, da denke ich mir, mein Gott, haben wir den gut erzogen, ist der lieb und ne, dann ist er ganz wie ausgewechselt und dann sind wieder andere Tage, wo ich aber ich schätze, das hängt auch viel mit der Pubertät jetzt noch zusammen, hoffe ich zumindest, dass er ruhiger wird, aber es gibt auch Beagle, die nicht ruhiger werden. So liest man zumindest. Und wir haben uns, bevor wir ihn geholt haben, darauf eingestellt, dass er nie ruhig wird. Niemals. Dass er 15 Jahre oder 20 Jahre ein Chaoshund sein wird. Einfach, um sicher zu sein, wir würden den niemals abgeben. Also der gehört zu unserer Familie. Wir möchten den nicht abgeben. Und gerade Beagle, wenn ihr mal bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel jetzt nur schaut, Beagle, wie viele abzugeben sind in dem Alter von Smurfy jetzt, also so um ein Jahr rum, gibt es ganz viele, die ihre Beagle wieder abgeben, weil sie es unterschätzt haben oder ich weiß es nicht, die kommen damit dann nicht klar und das finde ich sehr traurig, weil so einen gebrauchten Beagle in dem Alter ist ganz schwierig, sich den ja zu holen, zu sich zu holen oder den dann loszuwerden in Anführungsstrichen und am Ende ja, landen solche Hunde dann eventuell auch im Tierheim. Also, überlegt euch sehr gut, ob ihr euch ein Beagle zulegen möchtet. Bei Fragen schreibt mir sehr gerne in die Infobox und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!